Ja, willkommen liebe Leute zu einer weiteren Folge hier aus Battle Range. Ja, wir sind hier an der Schlacht angekommen im fünften Level und gucken jetzt mal weiter, wie es weitergeht. So, hier wieder einen schönen Ladescreen. Dazu muss ich gleich noch mal kurz was gucken. Ah ja, okay, da sind schon wieder ordentlich welche bereit. Zwar hatten wir hier diese Hecke bekommen. Ich muss noch mal kurz was gucken. Ich weiß gar nicht, wie kann man jetzt hier nicht. Okay. Gut, dann ist das soweit in Ordnung. Wir gucken mal, dass wir hier das ganze Gras wegholzen. Und erstmal wieder unseren Garten anlegen. Ja, und dann gab es, das wollte ich jetzt eigentlich die Kanone eigentlich noch nicht dorthin bauen, hat mich jetzt gerade selber ein bisschen irritiert, aber macht nichts. Was ich sagen wollte, es gab zwischendurch ein Extraspiel, was etwas heikel war, was ich zwischendurch einmal gespielt habe schnell und was ich nicht aufgenommen habe. Das werde ich wohl doch dann beim nächsten Mal aufnehmen. Extra Spiele, die zwischendurch mit sind. Also da war jetzt halt so von Level 1-1-3 und 4 und dann geht es ja normalerweise bei 5 weiter. Und das Extra Spiel habe ich dann extra gespielt, also selber gespielt, ohne es aufzunehmen. Und jetzt dachte ich mir im Nachhinein, gut, wenn du dann später alles durchgespielt hast, könnte man ja die Extra Spiele oder wie werde ich jetzt auch weitermachen, dass ich die auch mit aufnehme. War jetzt nichts Besonderes, da war ein voller Garten, der schon da war und dann kamen halt immer Wellen von Monster, die man aufhalten musste, die aber so gesehen, wo auch noch eine Kleinigkeit hier oben, hier war so ein Komprikator oder wie ich das nennen soll, so ein Push-Button und da hat es immer jedes Mal das Ganze auf diesen Push-Button 100 Punkte gekostet. Und da musste ich dann halt immer drauf drücken und habe random hier so einen von diesen dreien bekommen. Und musste die dann platzieren und gucken, wie ich damit zurechtkomme, um dann die Monsterwellen aufzuhalten. Und das ging eigentlich auch relativ schnell. Ja, wie gesagt, wenn die nächsten Bonusspiele dann dazukommen, die werde ich auf jeden Fall mit aufnehmen. Das eine hatte ich mal so gespielt, um zu gucken, wie es so ist. Gut, so viel dazu. Und hier wird das Ganze schon ein bisschen anspruchsvoller. Oh, hier haben wir ein schönes Fangnetz. Aber wie gesagt, was nochmal zu den Bonusspielen, die kann man auch im Nachhinein später auch nochmal wiederholen. Daher könnte ich die eine. Ach, wir haben ja schon genug. Diese eine Bonusszene dort auch noch mal früher oder später euch dann noch mal zeigen. So, jetzt sind wir hier erstmal gleich safe und haben hier dann alles vollgebaut. Das ist ganz gut. Ach, ich will immer noch mehr Früchte bauen, kann aber keine mehr bauen, weil hier alles schon voll ist. Noch so einen mit hin. Da noch mit einem mit hin hier. Gut, hätte ich jetzt ruhig oben mit hinsetzen können. Wäre irgendwie auch sinnvoll gewesen. Aber nun gut. Gut, nun mal. Da habe ich gerade nicht so drauf geachtet. Setzen wir den auch noch einen Busch davor. Kommt da nicht so schnell voran. Und den Bogenschützen machen wir wieder mit einer Paprika platt. Auch noch ein Busch hin. Überall schon mal ein bisschen abgesichert. Okay. So, da noch zwei. Was war das?
Okay. Den hauen wir mal so weg. Wunderbar. Und dann kommt auch gleich schon die letzte Welle. Ist gar nicht mehr so weit. Hier nochmal ein. Ah, treffe ich den? Oh, wunderbar. Der hat irgendwie ein bisschen gebuggt und hat sich dann nochmal ausgefahren. Oder wahrscheinlich deswegen, weil dort noch kein Gegner war. Kann natürlich auch sein. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ich denke mal, es lag daran, weil noch kein Gegner da war. Nicht ganz gut. So, letzte Welle, würde ich sagen. Ja. So, hier noch ein Busch mit hin. Und ach komm, gönnen wir uns mal. Ah, hier würde ich jetzt gerne noch eine Kanone mit hinbauen. Ich würde ein bisschen. Ah, da war zu weit vorne. Wollte ich eigentlich mit eingliedern in den Reihen, aber nun gut. Es ist sowieso schon geschafft. Wir haben es geschafft, wunderbar. Und wir haben eine Tomate bekommen. Cool. Die hat ja mal super Style. Sieht gut aus. Tomatenwerfer. Nicht der Granatenwerfer, sondern der Tomatenwerfer. Schießt Abpraller. Okay, schießt Abpraller. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir noch schnell die Abrechnung und dann geht's ab ins nächste Level. 1-6. Machen wir direkt nochmal weiter. Oder machen wir beim nächsten Mal? Ne, wir machen noch weiter. Ein Level machen wir noch. Würde ich sagen. Joa. Alles klar. Die Tomate haben wir jetzt. Ich bin gespannt, was die alle noch können. Da werden noch so viele angezeigt. Okay, da sind wieder heftige Gegner mit bei. Werde ich mal schauen, dass ich hier erstmal wieder die Früchte. Oh, diesmal haben wir Tomaten. Okay. Nur Tomaten, die geben nicht so viel, habe ich gemerkt. Mal aufpassen. Muss ich gucken, wie ich das geschickt anstelle. Zack, zack. Okay. Komm. Gut. Dann gleich erstmal zuerst irgendwo eine Kanone hinstelle. Vielleicht doch mehr darauf achte, dass ich mehr von den Sternfrüchten baue. Und einen dorthin. Kümmert sich schon mal drum. Und dann kann es ja auch schon mal richtig losgehen. Haben wir ja schon fast das halbe Feld schon wieder voll hier. Nur anfangs dauert es immer so ein bisschen, bis die Früchte gewachsen sind. Zum Ende hin wird es dann meistens immer ein bisschen spannender. Meiner Meinung nach. Ja, erst pflanzen, dann gießen. So, können wir auch mal eine Tomatenpflanze vielleicht gleich mal hinstellen. Gucken, wie sich so. Gut, die kostet 150. Aber das macht gar nichts. Ah, ich verstehe. Okay. Nee, das wollte ich nicht. Setzen wir noch einen vor, den machen wir mal eben so platt. Shit, das war der falsche. Ich wollte eigentlich eine Paprika hinstellen. Naja, gut, egal. Dann halt so. Macht nichts. Macht gar nichts. Hm,
stellen wir hier noch einen hin. So, da einen hin. Ich hoffe, dass jetzt nicht unten jemand kommt. Aber wahrscheinlich wird es dann so sein, dass unten gleich wer rauskommt. Aber da sind wir auch schon gut gesichert. Jetzt können sie kommen. Der sieht ziemlich stark aus, da werde ich auch noch mal eine Pumpe versetzen. Dann setzen wir erstmal. Nee. Ich wollte überall noch so ein paar Tomatenkanonen hinbauen. So von jedem eine von denen und eine von denen. Finde ich ganz nice. Würde ich mal sagen. Hier noch ein bisschen Wasser und schon kommt die nächste Welle. Einen hier hin. Die sind ja jetzt nicht allzu teuer. 150, das geht ja auch noch. Dauert ein bisschen länger, bis die wieder Cooldown hier. Dass man die wieder bauen kann. Hier einmal. Oben muss ich was machen. Ja, oben muss ich was machen. Baum, Tomatenpflanze. Schön. Jetzt hier noch eine hin und dann gucke ich, dass ich da irgendwie was mit Wilddorn ein bisschen ausbauen kann. Kann die eigentlich jetzt auch schon machen. Setze ich hier also direkt mal Wilddorn ein bisschen mit hin. Aber wenn jetzt hier was Starkes kommt, hier muss ich echt aufpassen. So. Und safe, würde ich sagen. Da ist ein richtig starker. Setze ich nochmal hier ein vor. Setzen wir erstmal eine ganze Reihe runter, würde ich sagen. Und zwischendurch mal vielleicht eine Kanone. Hier einen hin. Okay. Er lädt immer noch. So, da einen hin. Dann würde ich sagen, zwischendurch setzen wir hier noch einen mit hin. Klatsch. Wunderbar. Wird das Ganze doch ein bisschen spannender. Letzte Welle kommt. Hier noch einen mit hin. Okay, jetzt sind wir vollkommen safe, kann uns nichts mehr passieren. Hier noch eine Bombe, Paprika-Bombe, gleich den stärksten rausgefischt. Brauchen mehr Punkte. Okay. Ah, ich hätte hier auf den drauf schießen sollen. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, dann setzen wir hier noch ein bisschen mehr Kanonen hin. Dann wird noch ein. Okay, das war schon. Wunderbar. Oh, und wir haben eine Schaufel bekommen. Ist die Schaufel gut? Ah, okay. Ah, ich verstehe. Wir können zum Beispiel unseren Garten wieder, wenn wir was falsch gebaut haben, können wir den wegschaufeln oder wir können. Wenn wir es falsch platziert haben, können wir halt die Waffen oder Pflanzen wegschaufeln. Das ist gut. Das gefällt mir. Okay, nehme ich gerne an. Ja, die werden sowieso verschwinden hier, die beiden. Okay, die Käfige. Ja. Wunderbar, das war Level 1-6. Wunderbar. Da würde ich sagen, das wäre es erst einmal wieder aus dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Ja, ansonsten sage ich, macht's gut und bis dann.